Benjamin nickt und ja, wird sich daher erstmal mit leichter Konversation begnügen, bis Sybia ihr signalisiert, dass jetzt ein guter Zeitpunkt oder Ort ist, um zu reden. Ja, außerhalb des Bayrunspalasts könnt ihr dann nach draußen treten, irgendwie vorbei, noch den paar ein oder anderen Wächtern, wohl vom Regiment Nebachot oder ja, vom Rastulswall. Und ja, so geht ihr so ein bisschen spazieren nach Süden in Richtung des Baron Ula. Es gibt so vieles, was ich mit euch besprechen wollte, aber konzentrieren wir uns zunächst auf die gegenwärtige Situation. Könnt ihr mich erleuchten? Was ist das hier? Wie ist es dazu gekommen? Es Tja, scheint Eleonoras Wunsch zu sein. das war er in der Tat. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier gespielt werden soll, aber ich kann den Schaden noch nicht ganz sehen, sollte er denn entstehen. Ja, sicher, hier steht ein Mann vor dem Altar, der eine Frau lange Zeit nicht gesehen hat, der sie wohl aber begehrt. Es ist kein Travierbund, sondern ein Raierbund, daher kann ich nichts Falsches daran erkennen. Aber die Zorgan hat sich verändert. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt. Ich habe Eleonora, solange ich sie schon kenne, immer für eine starke und gerechte Herrin gehalten, die an der Seite von meinem Sohn richtig Gutes bewirken kann. Nun ist aber auch mein Sohn in Richtung Süden mit einem Heer aufgebrochen und kämpft gegen die Novadis. Ich muss Bei tatsächlich. Antiopal, nicht wahr? Korrekt, ihr habt davon gehört. Steht in der Aventurischen Boten. Er versucht, Antiopal für das Reich wieder zu gewinnen. Auf Wunsch von Eleonora, nehme ich an. Auf Wunsch von Eleonora. Sie wirkt, wie gesagt, verändert. Ich weiß, ihr habt sie als Gemahlin für euren Sohn ausgewählt, weil ihr große Stücke auf sie haltet. Und ich war davon sehr überzeugt. Ihr müsst wissen, dass, und es sollte euch vielleicht kein Geheimnis sein, aber ich bin durchaus eine gute Menschenkenntnerin. Hat doch Fex das ein oder andere Mal ein Auge zugezwinkert, als er mich begleitet hat. Ich bin mir Ja, also nicht ganz ihr habt sicher, wie sie mich sie. getäuscht hat. Ja, ihr habt sie anstatt einer Tochter angenommen und kennt sie daher gut. Könnt ihr mir sagen, was Eleonora gegen mich hat? Ich habe ein starkes Gefühl der Abneigung empfangen, als ich das letzte Mal mit ihr in einem Raum war. Weil sie euch zur Visierer von Janka ernannt hat. Ja, den Schritt habe ich auch tatsächlich nicht ganz nachvollziehen können. Denn Janka war ein tatsächliches Schundloch. Noch schlimmer Ja. als Elberum. Aber ihr habt Nun. tatsächlich wohl Gutes getan. Also hat sie euch wohl nicht ganz Unrecht getan, indem sie euch den Titel einer Visierer gab und euch die Aufgabe zur Verfügung gestellt hat, diese Stadt wieder einzunehmen, diesen Hafen. Er gedeiht wohl gut. Es ist wahr, der Erfolg gibt dir recht, aber sehr viel wahrscheinlicher wäre es gewesen, dass ich dort den Tod gefunden hätte. Und als ich ihr in die Augen sah, hatte ich das Gefühl, dass sie dies für einen sehr leicht zu verschmerzenden Verlust hielt. Ich bin mir, wie gesagt, nicht ganz sicher, welches Spiel sie spielt. Oder aber die anderen Visiere, die an ihrer Seite weilen. Was könnt ihr mir über ihren Bruder sagen? Er ist auch hier, nicht wahr? Er ist auch hier. Sie pflegen normalerweise keinen großen Kontakt. Ich glaube, er ist eifersüchtig darauf, dass sie erwählt wurde. Und dass sie, nun, ja, sie ist seine Frau, aber er aus Baburin kann selbstverständlich als Mann noch die alten thulamidischen Kulte bedienen und erfreut sich großer Beliebtheit. Sie hatten nicht viel Kontakt, ich weiß nicht, was er hier tut. Er kümmert sich auch nicht wirklich viel um seinen Neffen, Prinz Amaris von Zorgan. Der Prinz ist, wie gesagt, auch hier.
Er ist noch sehr ruhig und versucht in diesen ganzen politischen Querelen keinen, nicht ins Fettnäpfchen zu treten, so sagt man, glaube ich, im Mittelreich. Aber wie gesagt, sein Onkel, der Sultan Asad ibn Merkan von Revenes zu Baburin, er gibt sich nicht mit ihm ab. Ich weiß nicht, was das hier wird. Ich beobachte und analysiere, bevor ich mir mein Bild mache. Ich kann, wie gesagt, noch nicht den großen Schaden erkennen, der hier angerichtet wird. Oder den Schaden sehe ich schon, aber das hehre Ziel sehe ich noch nicht. Ob es nur darum geht, dass man Diamantes als Held von Welt vom Perlenmeer abzieht? Ich glaube nicht, dass es darum geht. Nun, vielleicht kann ich euch in dieser Sache weiterhelfen. Denn, wie euch vielleicht bewusst ist, kamen wir nicht wegen einer Hochzeit hierher. Wir hatten keine Ahnung. Bis vor wenigen Stunden. Nun, dass ihr nicht von dieser Hochzeit wisst, das kann ich mir fast vorstellen. Aber warum seid ihr hier? Nun, wir verfolgen eine Mission. Und im Rahmen dieser Mission haben wir erst in der vorherigen Nacht einen Trupp Reiter unter der Führung eines Paktierers der Widersacherin aufgerieben. Es geht um eine Sache, an der die Widersacherin großes Interesse hat. Und sie hat mit Yarrakesh zu tun. Und nun ja, ich hege den Verdacht, dass dieser ganze Aufzug hier deswegen stattfindet, um uns von unserem Ziel abzubringen. Das könnte eventuell sein. Nur vermute ich nicht, dass ihr nach dieser Hochzeit, und sollte sie auch 3 Tage dauern, einfach wieder von dann zieht. Das glaube ich doch nicht, oder? Das nicht, aber vielleicht geht es darum, jemand anderem Zeit zu verschaffen. Und wenn es nur 3 Tage sind. 3 Tage könnten durchaus genügen. Die Frage ist nur, wer ist dieser andere? Das heißt, jemand spielt auf Zeit. Das denke ich, ja. Dann solltet ihr euch eventuell nicht hinreißen lassen, ihm oder ihr diese Zeit zu geben, diesen Vorsprung. Das Problem ist, ich möchte Diamantes Beziehung nicht ruinieren, denn ich habe den Eindruck, dass dort tatsächlich Liebe ist oder war. Und ich bin auch nicht sicher, ob es tatsächlich die Schuld von Rashpatana ist, dass nun diese Beziehung jetzt gerade zum Scheitern verurteilt ist oder scheint. Aber ihr habt recht, ich denke, hinterher wird immer noch Zeit genug sein, die Scherben wieder aufzulesen. Diese andere Sache, wegen der wir herkamen, ist wichtiger. Dann lasst euch von der Hochzeit nicht ablenken. Sucht euch einen stillen Ort und besprecht das weitere Vorgehen, so wie ihr es als Helden eben tut. Gut. Ich werde die Hochzeitsgesellschaft weiter vertrösten und solltet ihr abwesend sein, einen Grund dafür finden, warum ihr noch nicht könnt. Vertraut mir. Dann wisst ihr Bescheid und könnt entsprechend agieren. Und nun, vielleicht, wenn diese Sache gut ausgeht, können wir irgendwann noch einmal über Janka reden. Das werden wir. Und wir können auch gerne über all die anderen Dinge sprechen, die euch belasten. Oder aber auch die mich belasten. Ich glaube schon, dass ich eine gute Freundin in euch habe, dass ich euch vertrauen kann. Euch und den anderen Helden. Euren Schwarzmagier kenne ich jetzt noch nicht, aber wenn er euch begleitet, dann wird das sicherlich einen guten Grund haben. Ich habe meine Gründe, ja. Also gut, ich erkaufe euch die Zeit, die ihr braucht und werde eventuell mit eigenem Geld dafür sorgen, dass der Unmut hier in Yarrakesh nicht allzu groß wird. Hab Dank, ich stehe tief in eurer Schuld. Blumin verneigt sich wieder sehr tief vor der Mondsilber-Sultana und wendet sich dann ab, um die anderen zu suchen. Ja, sie selbst bleibt noch etwas am Baron Ula stehen und blickt auf die Fluten. Ein vergoldeter Langdolch mit den Inschriften Schutz, Ehre und Tapferkeit.
Eine junge Stute aus Teschkaler Seitenlinie, ein im Blut des weißen Stiers gehärteter Speer aus wärmer Stahl, eine Leibapotheke, eine filigrane Rose aus feinstem Silber mit Rosenquarzen besetzt, ein Mirhamionetten-Theaterspiel, eine Ode an die Braut, ein umfangreiches Horoskop mit Deutung. Der Auszug der Auflistung der zahlreichen Hochzeitsgeschenke. Und damit können sowohl Zulamin als auch ihr Leibwächter Hassan, der sich wie ein Schatten an sie geheftet hat, wieder zurückkommen zu den anderen, die dort immer noch stehen, abseits bei dem Reitstrauß und den anderen Pferden, wo ihr etwas Ruhe habt und euch untereinander unterhalten könnt, ohne dass jemand stört. Oh, Schnabel mir, du bist ein ganz braver, bist du. Oh. Ich muss sagen, ich habe eure Entscheidung auf dem Draus herbeizureiten angezweifelt, aber ihr passt euch tatsächlich hervorragend ins lokale Milieu an. Seht ihr? Zulamin kommt schnellen Schrittes auf euch zu. Wir müssen los. Beginnt die Zeremonie bereits? Nein, ich habe mich wie angekündigt mit der Mondsilber-Sultana besprochen. Und wir sind übereingekommen, dass es das Beste ist, wenn wir uns absetzen und unserer Mission nachgehen. Sie wird uns den Rücken frei halten. Und die Hochzeit? Sie versucht, die Sache hinauszuzögern. Sie hat auf jeden Fall die finanziellen Mittel, um diese ganze Festgesellschaft noch eine ganze Zeit länger zu unterhalten. Und nun, sie hofft auch eine Erklärung für Rashpatana zu finden. Nun, wir könnten, sagen wir, eine Ersatzillusion für Diamantes erschaffen und ihn die Bewegungen der Zeremonie folgen lassen. Was stellt ihr euch vor? Nun, wie ich bereits sagte, ein kleines illusionäres Werk. Nichts, womit ihr euch beschaffen würdet. Zulamin wirft Diamantes einen raschen Blick zu, der wie ein Häufchen Elend dasitzt. Das würde uns auf jeden Fall Zeit verschaffen und Diamant, das wäre aus dem Schneider. Wie lange würde so eine Illusion halten? Nicht sehr lange, aber nun lang genug, damit er das Gesicht wahren kann, hoffe ich. Und niemand uns fragt, wo der gute Mann denn geblieben ist. Und dann sollten wir das schnell hinter uns bringen. Ich werde bis morgen früh brauchen, Kapitän, ja? Allein schon, um mit Diamantes zu arbeiten, was das Zurückbild angeht. Die notwendigen Kräfte zu sammeln. Aber man wird auch uns vermissen. Tatsächlich, ja. Aber nach uns wird man vermutlich nicht suchen. Nach dem Bräutigam vermutlich schon. Das ist wahr. Wenn ihr abreist, wird man es auf schiere Unhöflichkeit oder Ähnliches schieben und mit den Schultern zucken. Aber wollen wir denn jetzt abreisen? Ich dachte, wir sind jetzt hier richtig am Ziel. Das wollte ich gerade Kelbara fragen. Wie nah, denkt ihr, sind wir dran? Gehen wir einfach hinunter zum Fluss und halten den Tetraeder hoch, oder? Tja, zumindest ist das historische Jagdgeschäft in den Fluten versunken. Eventuell war die Strömung damals eine andere, aber ja, die Sternbilder haben tatsächlich auf Jerkesh gezeigt. Und wenn wir noch die nächsten 1-2 Stunden warten, dann kann ich selbstverständlich auch den Himmel noch einmal nach den Sternenbildern befragen, die mir Niobara in ihrem Observatorium gezeigt hat. Gut, dann wird sich Serpentilio mit Diamantes zurückziehen und seinen Zauber wirken. Ihr versucht, die genaue Stelle noch etwas genauer zu bestimmen. Und nun, sobald wir aufbruchbereit sind, ich denke, im Morgengrauen wäre ein guter Zeitpunkt, wenn alles noch schläft und die Praios-Scheibe noch nicht über den Horizont gestiegen ist. Wenn es so nah ist, sollten wir die Pferde hier lassen. Sie wären uns vermutlich nur eine Last. Und wir würden sie in Gefahr bringen. Nun gut, wo sind unsere Zimmer? Hier im Palast, oder? Sollten wir zusammen schlafen oder in getrennten Zimmern?
Ich werde mir am besten ein Zelt nehmen, Kapitän. Ich denke, wir haben schließlich welche mitgebracht, nicht wahr? Nicht wahr? Als meine Spielererinnerung sagt nichts von Zelten. Meine auch nicht. Also in den Ruinen hatte die auch keine Zelte, deswegen kommt ihr in den Ruinen geschlafen. Nun, Serpentilio, wir hatten in den Ruinen keine Zelte. Wir haben auch jetzt keine, aber seid unbesorgt. Ich bin sicher, man hat Unterkünfte für uns vorgesehen. Standesgemäße, dachte, keine Schlafsäle. Ich dachte, dies diente der besseren Verteidigung und nicht der Notwendigkeit. Nun gut, nun gut. Dann gehe ich schon mal raus und frag mal, ob wir irgendwelche Zelte von den Palmyranern oder den Zorganern bekommen können. Bis später. Und ich werde in der Küche einige Dinge entwenden müssen. Und greife ich mir die Amatis und ab geht's. Schick deinen Diener, das ist unauffälliger. Oh, eine hervorragende Idee, natürlich. Und dann sagt er halt zu dir, Amatis, schick dich deinen Diener, das ist unauffälliger. Und dann verschwinden die Mann um die Ecke. Und wo genau wollen wir jetzt hin? Einfach an den Fluss? Nun, ich denke, wir werden diese Nacht erst einmal hier im Palast verbringen, vermutlich. Wir werden jetzt im Morgengrauen aufbrechen, weil ich es verstanden habe. Ja, nun, okay, ich für meinen Teil werde, wie gesagt, in den Sternen lesen. So wie es ein Sternkundiger tut, Abelmir. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Weil ihr es nicht tun könnt, genau. Oh, ich kann das aber. Ja, aber ihr habt im Observatorium so still dagestanden und ihr, Abelmir, habt euch nur mit den Töchtern von Niobara unterhalten. Er war also nicht sonderlich hilfreich. Nun, wer auch immer sich berufen fühlt, die Position einzugrenzen, darf dies herzlich gerne tun. Ich werde euch nachher in, sagen wir, 2 Stunden berichten. Ich werde euch dann irgendwo in den Zelten sicherlich finden und nach euch fragen. Bis dann. Ja, sie ist so liebevoll wie immer. Ja, man sollte sich dafür bedanken. Nun, für ihre Verhältnisse war das fast höflich. Naja, da habt ihr jetzt nie Unrecht. Nun, was wollen wir die Nacht über machen? Nun, entweder etwas in Ruhe finden oder etwas herausfinden. Nun, ich für meinen Teil würde mich etwas zurückziehen, um meine astralen Kräfte zu regenerieren, wenn ihr gestattet. Das scheint mir eine gute Investition der Stunden zu sein, die uns bis dahin bleiben. Was meint ihr? Könnten wir über Träume etwas herausfinden? Naja, kommt drauf an, was ihr wissen wollt, nehme ich an. Dann kommt darauf an, wessen Träume. Nun, ich glaube, das spielt erstmal keine Rolle. Ich könnte in fast alle Träume eindringen. Nun, welche denkt ihr wären interessant? Die von dem Magier vielleicht. Vielleicht, aber ist da nicht auch die Gefahr aufzufliegen am größten? Nun, mit Sicherheit. Ansonsten Raspatanas, aber nun, sie wird vermutlich von einem knusprigen Hähnchen träumen. Naja, oder einem Wildschwein. Auch eine Möglichkeit. In Senfsoße. Ja, durchaus. Und das wäre auf jeden Fall nicht so spannend, das stimmt. Nun, der Magier wird immerhin schon überwacht. Wir wissen also zwar nicht, was er denkt, aber doch zumindest, was er tut. Was, denke ich, sehr wertvoll ist in dieser Situation. Wie wäre es mit Raspatanas, wie hieß sie noch? Die Frau mit dem Fes. Ihre Visierer. Den Namen habe ich leider vergessen. Der Name der Visierer wurde auch nie genannt. Genau. Theoretisch könnte man in ihre Träume eindringen. Ich denke nicht, dass sie so gut überwacht wird und vielleicht weiß sie etwas, aber... Was ist mit diesem Bruder von Eleonora? Die Mondsalva-Sultana sagte mir, dass er und Eleonora eigentlich kein gutes Verhältnis haben, aber dass er sich hier offenbar trotzdem vor ihren Karren spannen lässt. Der Mann aus Barburien? In der Tat, es wäre eine Möglichkeit, aber ich denke, das wird relativ schwierig, an ihn heranzukommen in der Nacht.
Boltax, jetzt nur für mein Verständnis. Musst du den anfassen oder kannst du einfach mit deinem Geist dahin reisen? Nein, ich muss schon in seiner Nähe sein. Eine Berührung ist nicht zwangsläufig notwendig, aber ich muss ihn sehen und eine Geste ausführen. Naja, sonst können es auch meine Träume kommen und dann, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, deine Träume, da finde ich ja nichts Neues heraus. Also, ich kann dich gerne mal in deinen Träumen besuchen kommen, wenn du möchtest. Ja, ist doch bestimmt ganz unterhaltsam, oder nicht? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wovon träumst du denn so? Naja, ich erinnere mich nicht, aber... Oh, naja. Das ist bestimmt spannend. Große Abenteuer, Drachen töten und sowas. Ha, da kann ich mir lebhaft vorstellen. Dann werde ich bei Zeiten mal in deinen Träumen vorbeischauen. Naja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, heute Nacht hat es irgendwas mit Kochen zu tun. Ich weiß auch noch nicht, warum. Ich verstehe. Naja, dann werde ich heute wohl eher nicht vorbeischauen. Meine Kraft aufsparen. Nun, dann werden wir die Nacht wohl tatsächlich weniger für investigative Ermittlungen nutzen und vielmehr für Schlaf. Ja, ich denke, dass einige Herausforderungen vor uns liegen. Okay, Serpentilio, einmal bitte Sagen und Legenden. Während du gerade dabei bist, deine Kreide aufzutragen. Ich hoffe mal, ich konnte spekulieren. Sagen und Legenden mit 4 geschafft. Nee, nicht reichen, oder? Es ist Sagen und Legenden. Und ja, das reicht nicht, ne? Dachte ich mir. Dann irgendwann kommt Serpentilio mit irgendwie hochgekrempelten Ärmeln, zurückgebundenen Haaren und den Unterarmen voller roter Kreide bei Zunamin ins Zimmer. Kapitania, einen Moment. Die anderen sind fürs wahrscheinlich auch noch da. Ja. Ja, okay. Entschuldigte, Sora. Ihr solltet vielleicht wissen, dass unser besonderer Gast irgendjemand verständigt. Ich kann euch leider nicht sagen, wen oder wie weit er weg ist. Aber höchstwahrscheinlich informiert er, wie auch immer, über unsere Anwesenheit. Möglicherweise instruiert er seine Handlanger. Vielleicht hat er die Absicht, selbst hier zu bleiben und die Fäden zu ziehen. Und schickt uns jemanden nach, entgegen. Möglich. Oder er erstattet Bericht, wenn ihr mich entschuldigen würdet. Ich denke, es bedeutet, dass die Zeit drängt, also geht zurück an eure Arbeit. Zu dem Zeitpunkt ist er schon wieder aus dem Zimmer. Tatsächlich, wenn die Vorbereitungen getroffen sind, also wir stehlen Fondant aus der Küche, denn die haben hier bestimmt jede Menge, und bauen daraus den Wirtskörper für den Quetzlinger. Nicht Lehm, sondern Fondant, weil das viel passender ist. Das ist also noch besser aus, noch besser. Also normalerweise brauchst du für einen Quetzlinger ein Gefäß. Das kann ein Körper sein, das kann ein bisschen Ton sein, und du entscheidest dich jetzt für Fett. Fondant ist kein Fett, Fondant ist aus Zucker, oder? Es ist das, was man auf Torten drauf hat. Ja, dann ist es Zucker, okay. Jedenfalls, gut. Es ist eine formbare Masse. Ich gebe ihm den Körper und er, der Quetzlinger selbst, wird ihn dann zu seiner eigentlichen Gestalt umformen. Also das ist, ich gebe ihm nicht wirklich das Material, aus dem er den Körper macht. Der Körper selbst ist eine Illusion. Es ist nur Teil der rituellen Transaktion. Ja, das ist klar. Also es wird der süßeste Dämon aller Zeiten. Ich glaube, der ist auf 5. Was ein sweeter Boy. DSA-5 regelt da etwas genauer drin rum, aber hier leider nicht. Gut, erzähl uns doch mal bitte, was ist ein Quetzlinger? Wir haben vor kurzem mal einen gesehen, aber was ist das? Ein Quetzlinger ist ein formloser Dämon, der in ein, wie gesagt, bereitgestelltes Gefäß einfährt und eine beliebige Gestalt annehmen kann. Praktischerweise und namentlicherweise natürlich die Gestalt von Leuten, die man ersetzen möchte. Zum Beispiel zu Diensten der Spionage oder in diesem Fall, um aus seiner eigenen Hochzeit rauszukommen.